Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei City Skylines mit Jenny. Hi du. Hallöchen, Jorle und ihr lieben Leute da draußen. Ihr seht schon bei mir, die fragen jetzt hier nach Arbeitern und so weiter. Wir müssen da auch gleich ein neues Wohnungsgebiet aufmachen. Ich allerdings habe mich jetzt gerade in unserer Pause ein bisschen damit beschäftigt, wie das hier ist mit diesem Güterbahnhof, weil der wird irgendwie nicht angefahren. Die fahren alle nach oben zu diesem, also in der Stadt. Was ein bisschen kurios ist, also I don't fucking know. Macht euch jetzt erstmal keine Sorgen darüber, dass ihr hier eure Häuser, also verlassen. Wie gesagt, ich mache da gleich neuen Bezirk auf. Der kommt dann irgendwo, ich weiß noch nicht wohin. Jetzt kümmern wir uns erstmal über diesen Güterbahnhof. Anscheinend, also ich habe das Gefühl, sie haben keine wirkliche Zufahrtsstraße hierhin. Würde jetzt mal probieren, einfach eine Straße hier reinzusetzen. Das ist jetzt zwar eine Kreuzung, aber er wird halt irgendwie nicht befahren. Also die fahren alle nach oben. Wir verfolgen jetzt mal diesen einen hier zum Beispiel. Er hat seine Ladung 100%. So, der tuckelt jetzt eben nach oben zu unserer City. Miau. Mit den ganzen Forstwirtschaftssachen. Dafür war ja eigentlich die Linie mit dem Zug gedacht. Jetzt fahren sie alle irgendwie hier diese Kreuzung hoch. Ich lasse das mal eingeblendet. Also hier hat er seine Ladung noch. Hier ist der Güterbahnhof, er fährt rein, hat seine Ladung abgegeben und hier kommt sie, fertig wieder raus, hat keine Ladung. Warum benutzen Sie den Güterbahnhof da unten nicht, den ich Ihnen angelegt habe? Also er ist eigentlich total unnütz. Jenny, bist du noch da? Ich bin noch da. Ich höre dir ganz interessiert zu, weil ich auch selber am Überlegen bin für dein kleines Problem, wie wir das lösen können. Straße, er ist direkt dran, ne? Also er ist genauso gebaut wie der andere. Hier ist die Einfahrt. Die könnten so reinfahren, machen es aber nicht. Hier ist einer. Wer bist du? Ein SUV. Besitzer Alcook. Ach so, er arbeitet beim Güterbahnhof. Ah, ist ja interessant. Wow. Tschüss, Herr Alcook. Dich brauche ich nicht. Hier wird auch nicht verladen. Brauchen die etwa auch eine Linie? Was ich nicht glaube, also eigentlich fährt da ja ein Bus, die Bahn durch. Das kann ich dir gar nicht verraten, ob die eine Linie brauchen. Eigentlich braucht die Linie nur der normale Bahnhof. Obwohl der Würde hier ich auch so sagen, aber. angefahren wird, also irgendwie müssten wir, ich habe hier hinten überlegt, ob wir hier nochmal einen normalen Bahnhof bauen, weil hier haben wir gerade die Linien so gut. Ja, das wäre okay, sag ich mal. Das Problem ist, sie befahren diesen Güterbahnhof nicht. Warum? Bauen Sie einen Güterbahnhof, um Zügen den Transport von Gütern und Rohmaterial zu ermöglichen. Frachtzüge können innerhalb der Stadt oder über eine ausgehende Verbindung zum Einsatz kommen. Bauen Sie Bahnhöfe und verbinden Sie sie mit Gleisen, bevor Sie das Zugliniennetzwerk zum Erstellen einer Linie einsetzen. Ja, genau so ist es gedacht. Die packen ihre Güter hier rein. Das wird dann mit dem Zug transportiert. Da passiert aber was. Arg! Argroffel! Na los. Freunde, habt ihr vielleicht, wisst ihr das? Also wahrscheinlich habt ihr das schon in der letzten Folge geschrieben, weil ich mich ja damit auch schon beschäftigt habe. Ich weiß es nicht. Also ich lasse sie jetzt erstmal hier so rumfahren, weil ich habe alles gebaut, so wie es sein sollte, und sie benutzen es halt einfach nicht. Wir legen jetzt mal ein neues Gebiet an. Einfach mal was Neues machen. Muss ich bloß mal gucken, wie wir planen. Also hier oben wäre auch ein ganz... Oh, ist ja auch ganz schick. Könnte man sogar mit der... Ah, das könnte man auch so verbinden. Ja, also das hätte was. Wollen wir hier oben einfach mal das nächste Wohngebiet anlegen? Das können wir nachher noch hier so rumführen. Ich finde das toll, wir machen das hier. Ups, wir brauchen...
Eine Schnecke passt hier nicht hin, oder? So wie ich es mal vorhatte. So rum und dann hier so. Ihr versteht das schon, wie. Ich glaube, wir brauchen aber mehr Platz für. Kommt Ich aber. verstehe nicht, was Jolle will, aber ich muss es ja nicht verstehen. Ja, so eine Schnecke bauen, also von innen nach außen hier so rum und dann so lang. Das wollte ich mal machen. Dann hat man da auch keine Kreuzung und so weiter drin, aber wir machen das heute mal anders. Wohnen am Strand. Ups. Ja, es hat was. Vielleicht können wir ja hier auch einen Staudamm etablieren oder sowas. Ich meine, strommäßig sieht es eh ganz gut aus. Da baue ich auch gerne diese kleinen Windkraft-Solar-Dinger in den ins Wasser. Windkraft-Solar-Dingern. Ja, das ist ja alles Jolle. gesehen. Guck mal hier. Das ist Wind, das ist Solar und das ist Wasser. Die Beschreibung so lustig. Windkraft-Solar-Dingern. Ja. Ah, ist ja perfekt hier für einen Bahnhof. So. Ja, warte mal, wir machen das noch ein Stück oben, dann können wir gleich den Zug hier mit reinbauen. Irgendwie. Ich hoffe, das stört die halt nicht allzu. Ups. So, dann müssen wir auch nicht viel abreißen gleich. Und La das la habe la. ich. Danny, was machst du? Erzähl jetzt mal. Du sagst wenig. Ja, du bist immer so schön am Reden, was du machst. Ich traue mich immer nicht so dazwischen zu reden. Ich habe gerade meine Kriminalität ein wenig bekämpft. Ich habe Polizeistationen besetzt. Ein paar viele. Jetzt warte ich drauf, dass ich wieder Geld habe, damit ich Feuerwehr setzen kann. Und da habe ich nur zwei für meine ganze Stadt momentan. Ich würde gerne noch zwei weitere haben. Ich habe noch eine Highschool habe ich gebaut. Ich glaube Alles gut. ja. Ja, eine Highschool habe ich gebaut gehabt. Vor der Folge schon. Im Zwischenteil. Ich warte und möchte, muss noch eine Universität machen, weil meine Leute sind so ungebildet. So ungebildet. Jenny, sind alle doof. Ja, das kannst du wirklich sagen. Die Hälfte meiner Stadt ist doof. Ein Bahnhof. So. Ja, stimmt, das Stück hier hinten gehört mir auch noch. Das habe ich jetzt schon wieder voll vergessen. Dann führt einfach mal die Bahnlinie hier durch. Ja, ist auch schick. Oh, das wird wieder nicht reichen. Ja, wollen wir jetzt hier noch einen Güterbahnhof etablieren, ist die Frage. Ich meine, hier hinten wird auch Gewerbe entstehen. Güter. Komm, wir machen das. Vielleicht denn hier? Hier ist gut. Dieser Ort ist bereits belegt. Ist doch gar nicht richtig. Was quatscht der denn? Ich weiß nicht, was der quatscht, die Holle. Der Ort ist nicht belegt. Erzähl nicht so einen Blödsinn. Nein! Um Gottes Willen. Nicht dahin. Nein. Umlegen. Jolle hat wieder irgendwelche kleinen süßen Problemchen, von denen ich Ich noch keine Ahnung habe. gerade dem Zug die Linie geklaut. Warte kurz hier. Das muss jetzt weg. Ich würde. Das kann ja nicht sein. Jetzt brauch doch einfach das hier hin. Das ist doch genug Platz da. Ja, hier hinten, der ist ja super, Alter. Da werde ich das bestimmt nicht hinbauen. Nochmal. Nee, warte. Mach es weg. Wir bauen. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch hier hin. Das versetzen wir. Hier hin. Das versetzen wir. Eieiei, ich weiß nicht, ob das nicht zu steil ist. Wir müssen mal schauen.
Von hier nach hier ist kein Problem, aber von hier. Oh, eventuell. Doch geht. Es klappt. Ich brauche dringend Müllverbrennungsanlagen. Mehr. Schlänge, Schlänge, Schlänge. So, jetzt haben wir da, ja, Wasser. Jetzt kommt das erste Problem auf uns zu, weil also Wasserleitung kann ich auch unter den See verlegen, das ist kein Problem. Aber eventuell klappt das auch nur mehr schlecht als recht. Jetzt klappt's. Hier rum hier so hoch. Bei Strom sieht es dann, glaube ich, schon ein bisschen schlechter aus. Also auch Stromleitung kann man auch durchs Wasser bauen. Das ist nicht so das Problem. Aber wir haben hier eh schon zu wenig Strom. Wie sieht es denn hier aus? Hier haben sie 16 Megawatt. Das ist zu wenig. Bauen wir einfach nochmal hier ein paar hin. 16, 20, 20, 20. Was? Ich kann's. Ja, also tut mir leid. Oh, nein, ich habe Erna gekillt. Nein, 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 bitte nicht. Oh, ich habe Erna. Jolle! Nein, ich habe Erna gekillt. Ups. Erna. Erna, es tut mir leid. Erna, ich wollte das nicht. Oh, shit. Erna. Warte mal, jetzt muss ich warten, bis sie hier wieder ein Häuschen gebaut haben. Erna, Erna. Wie sieht's aus? Will sich da nochmal was bauen? Ja. Andenken an Erna. I'm really sorry. Ups. Es ist jetzt ganz klein. Naja. Passt denn. Ja, passt ja eigentlich für Fischi und Erna. Das sind zwei erwachsene drin. Fischi, Erna, willkommen hier in Deponia. Ihr habt euch wohl. Ja, passiert. 20, 20. Ja, es ist halt Lärmbelästigung. Ah, was soll's. 20. So. Ja, ich gebe zu, es war jetzt nicht so der cleverste Akt. Wo ist denn meine Maus? Gamlins! Gamlin, du hast schon ein richtig schönes Haus. Ich bin auch gerade am gucken, was so die Abonnenten machen. Oh Gott, wo wohnt denn jetzt Finn? Finn, wo wohntest du? Wohntest du hier? Ja, das Finn Deluxe Apartment. Fanto geht's doch gut. Ja, Fanto, du musst auch nie aufsteigen, übrigens, weil du bist halt ein botanischer Garten. Fanto ist bei mir voll. Er wird gerade entleert. Unser lieber Fanto. So, Yep. ihr braucht jetzt Strom hinten. Dann brauchen wir jetzt doch mal eine Leitung. Oi. Warte mal hier. Ah, war mir klar, dass wir es wieder nicht hier rüber kriegen, ne? Müssen wir es jetzt erstmal hier so am Rand bauen? Aber hier irgendwie rüber? Nee. Das sieht nicht hübsch aus, aber vorläufig muss das so hier einmal rüber. So. Den Güterbahnhof müssen wir auch noch an eine Station mit anschließen. Da muss ich jetzt mal schauen. Die fährt ja von hier nach drüben, dann wieder hier hin. Neue Haltestelle. Ups, was habe ich getan? Jetzt noch nichts. Wir rauschen mal kurz hier hin. Wie cool. Möchte es schon an die alte Haltelinie mit anbinden. Wenn ich wüsste, wie das heißt, muss ich mal gucken. Ach, Mann. Ich habe eine Bank. Das ist eine Bank. Ja. Warte mal, ich ziehe jetzt einfach mal so, wie es da steht. Nee. Bannhammerbank.
So, ich mach sie jetzt nochmal weg. So, die von hier aus. Nach hier. Kann sie denn hier wenden, ist die Frage. Weil sie fährt ja jetzt aus dem Bild raus. Dann hier hin. Ja, halt. Okay, sie braucht da hinten nochmal eine Wendemöglichkeit. Das lässt sich ja einrichten. Jetzt brauche ich die Krumme, ja. Komm schon, ich brauche wenigstens eine Kurve. Nee, das ist keine Anbindung übrigens hier, das so funktioniert das nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das flutscht. Oh Mann. Also von hier. Das ist auch keine Anbindung. Verflixt und zugenäht. Ups, nicht wegmachen. Bild ab. Straße. Quatsch, nicht Straße. Eine Schiene. Ja, doch, so geht das. Ja. Ja. Nein, oh Gott, mach sie doch nicht ganz weg. Ich brauche wenigstens die Anbindung hier. So. Ja, das wird was. Jetzt muss sie hier rum. Dann am besten wieder hier hin. Ja, das ist okay. So kann man das machen. Brauche ich den Punkt? So. Ach, Jenny. Jolle. Jetzt müsste es sich aber hier verbinden lassen. Neue Steine. Nein! Wieso? Er kann doch jetzt da hinten wenden. Mach's doch mal weg jetzt. Von hier. Nach hier. Dann. Nach hier. Was nicht geht. Warum nicht? Warum geht es nicht? Wir könnten doch prinzipiell wenden. Ist doch nicht die Möglichkeit hier. Bräuchte hier nochmal so eine kleine Linie. Gut. Kann er hier auch abbiegen? Oh Mann, ist das complicated. Complicated. Ja. Nochmal. Das Ganze. So, von hier nach da. Zurück. So, hier. Yes, jetzt besitze ich dann die Linie. Ah, er nimmt das Tatsache. Es war nur dieses Stück. Gut, und dann wieder hier hin. Gut, jetzt haben wir das da verbunden. Wir lassen es erstmal weiterlaufen, weil wir brauchen jetzt auch dringend Wohngebiete mal. Ich mach das mal hier in dunkelgrün. Und hier lassen wir mal wieder normale einziehen. Die haben jetzt sozusagen keine Anbindung hier an irgendwie was. Sie müssen jetzt mit dem Zug fahren. Tja. Manchmal ist das so. Naja, ich gebe ihnen gleich schon eine Autobahn, aber das muss ich jetzt auch wieder planen, erstmal im Kopf. Also ich könnte das jetzt von hier aus so abgehen lassen, was ich ganz gut fände. Da müsste ich hier aber einen Bogen reinkriegen und den müsste ich rüberführen. Oder ich mache das gleich von hier aus. Von hier ab. Warte mal. Gehe ich das überhaupt? Oder, na, sagen wir von hier. So. So, dann. Ja, das sieht gut aus. Im Industriegebiet herrschte Stau. So, da hinten wollen wir hin, Freunde. Da wollen wir hin. Also machen wir das jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich ja später hier drinne baue. Deswegen, boah, baue ich das jetzt einfach so, wie ich es baue. Ne?
Und ich merke gerade, mein Kreisverkehr ist nicht optimal, den ich selber gebaut habe. Ich muss den verändern. Aber es ist nicht schlimm. Ich würde ihn jetzt trotzdem recht noch dicht an ranbauen wollen, so. Und dann kann er hier rüber, irgendwie. Ah, hier ist die blöde Dingsbumsleitung im Weg. Ach! Ja, Schissel! Schissel! Stopp. Bombe anders. Ich hätte gern hier die Anbindung. Ah. Erstmal die Autobahn. Erstmal die Autobahn. Genau. Prinzipiell kannst du hier eigentlich gleich so, ja. Und jetzt Bild runter hierhin. Ja, so super. Perfekt. Jetzt muss ich das noch von der Seite machen. Die kann, wenn hier hoch. Uiuiui. Bild auf. Komm schon, gib mir wenigstens einen nicht so großen Winkel. So. Hey, das ginge. Warte, so. Ja, perfekt, ey. Also das nenne ich mal Kunst, Jenny. Sehr gut. Ich habe einen Meilenstein. Ich habe die große Stadt jetzt. Sehr gut. 16.000 Einwohner. Ich bin begeistert. Die Zeit stehen. Das baue ich auch wieder bis hier ran. Puh. Und jetzt Bild wieder ab. Ihr müsst jetzt hier ran. Komm schon. Komm, 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 komm. Komm. Ich würde gerne jetzt eine Uni bauen. Kommt schon. Ich hab's. Ich hab's. Ich möchte eine Uni haben. Na, ihr müsstet sich aber jetzt Strom aufbauen. Warum baut sich hier... Na komm schon, warum kriegt ihr keinen Strom? Sag mir, warum ihr keinen Strom kriegt. Ja, weil es jetzt hier fehlt. Warte, nein. Das reicht. Gut. Oh lala, Jenny. Oh lala. Lala. Dann kann die hier weg. So. Strom, Wasser, Wasser ist auch noch gut. Sehr schön. Das wird doch. Also wir haben jetzt erstmal das neue Gebiet eröffnet, hat sogar schon einen Bahnhof. Das gleiche können wir übrigens, also wir können die U-Bahn hier auch rüber, also runterführen, durch diesen Fluss sogar. Das Gefälle darf nur nicht zu steil sein. Das zeigen wir, also das zeige ich euch jedenfalls hier bei mir in meiner Stadt erst in der nächsten Folge. Ist es schon wieder so weit? Ja, man ist hier sehr konzentriert und dann flutscht die Zeit einfach so davon, Freunde. Ist unglaublich. Uiuiui, wenn wir also auch ein bisschen stiller sind oder so, nimmt's uns nicht so krumm. Ja, wir beenden jetzt erstmal die Folge und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part von City Skylines wieder und es grüßt Danny. Jenny, genau, und die Gerne. Und ich grüße auch. Bis dann und tschüss.